Tfadda. Die vierte Verrichtung. Wer glaubt, dass die Führung eines anderen als die des Propheten sallallahu alaihi wasallam vollkommener als seine Führung ist und dass das Urteil eines anderen besser ist als sein Urteil, wie jemand, der das Urteil der falschen Gottheiten Tawari seinem Urteil vorzieht, so ist dieser ein Ungläubiger. Okay. Nein, der vierte Auslöscher ist jemand oder ist, dass jemand ein Urteil von jemand anderem als besser ansieht als das Urteil des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Im Hadith von Jabir sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Wahrlich, das beste Wort ist das Wort von Allah subhanahu wa ta'ala und die beste Rechtleitung ist die Rechtleitung des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Also die beste Rechtleitung ist die Rechtleitung des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Deswegen, es gibt keine Rechtleitung, die besser ist als die Rechtleitung des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und kein Urteil, was besser ist als das Urteil des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und wenn wir uns das Glaubensbekenntnis anschauen, wir hatten ja drei Arten des Tawhid genannt. Es gibt manche Gelehrte, die eine vierte Art hinzufügen. Und zwar die oder der Tawhid der Befolgung. Und zwar der Befolgung des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Ja? Wenn wir sagen, und ich bezeuge, dass Muhammad sein Diener und Gesandter ist. Dieser Teil der Shahada, des Glaubensbekenntnisses, hat verschiedene Bedingungen. Und eine von diesen Bedingungen ist, dass du an alles glaubst, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, was authentisch ist. Und eine weitere Bedingung dieses Glaubensbekenntnisses, also ich rede nicht allgemein von der Shahada, ich rede von diesem, von dieser Shahada, von dem zweiten Teil. Ja? Und ich bezeuge, dass Muhammad sein Diener und sein Gesandter ist. Eine weitere Bedingung davon ist, dass du den Glauben daran hast, dass alles, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, sozusagen, dass es richtig ist und dass du verpflichtet bist, ihm zu folgen. Das ist eine Bedingung der Shahada. Dass du daran glaubst, dass es eine Pflicht ist, dem Propheten sallallahu alaihi wasallam zu folgen in seinen Urteilen. Wenn eine Person also sagt, ich nehme nicht das Urteil vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, sondern ich nehme Urteil XY und ich lasse das Urteil des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dann ist das was? Ein Auslöscher des Islams. Weil dieses Glaubensbekenntnis, du hast die Bedingungen nicht erfüllt. Und zwar die Bedingungen oder die Bedingung, dass du es verpflichtend siehst, dem Propheten sallallahu alaihi wasallam in seinen Urteilen zu folgen. Ja, in seinen Urteilen zu folgen. Und der Grund, warum es eine Sache ist, die aus dem Islam herausführt, ist, da die Urteile des Propheten sallallahu alaihi wasallam nicht von ihm selbst kommen, sondern diese kommen von Allah subhanahu wa ta'ala. Du lehnst dir also nicht ein Urteil ab von irgendeinem Mensch, sondern du lehnst dir das Urteil von Allah subhanahu wa ta'ala ab. Ja, du lehnst dir das Urteil von Allah subhanahu wa ta'ala. Denn die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam ist nichts anderes als eine Offenbarung wie der Koran. So wie der Koran von Allah subhanahu wa ta'ala über Jibril alaihi salam zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam herabgesandt wurde, genauso auch die Sunna. Die Sunna wurde von Allah subhanahu wa ta'ala über den Engel Jibril alaihi salam offenbart zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, die Sunna ist wie der Koran. Und die Gelehrten sagen sogar, dass die Sunna oder beziehungsweise der Koran die Sunna mehr benötigt als der Koran die Sunna. Warum? Wenn du dir den Koran anschaust, hast du allgemeine Urteile. Und die Sunna macht was? Die Sunna fügt Urteile hinzu, schränkt Urteile ein, schränkt Allgemeines ein, fügt noch A, B, C hinzu, negiert das und so weiter. Ja? Das heißt, ohne diese Sunna können wir den Islam nicht verstehen.
Und deswegen, diese Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam in der Religion sagt er nichts, außer dass das eine Offenbarung von Allah subhanahu wa ta'ala ist. Über Allah oder von Allah subhanahu wa ta'ala, über Jibril alaihi salam bis zum Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und deswegen, wenn du dieses Urteil ablehnst und sagst, es ist schön, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam dies gesagt hat, aber ich folge hier einem anderen Urteil, dann hast du ein Urteil von Allah subhanahu wa ta'ala abgelehnt. Als ob du sagst, ich folge dem Koran nicht. Ja? Es ist nichts anderes. Und diese Person hat natürlich eine Ähnlichkeit zu den Juden und zu den Christen, zu denen Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat, sie haben sich ihre Mönche zu Schutzherren genommen. Und sie kamen daraufhin, als Allah subhanahu wa ta'ala diesen Vers offenbart hat, ja, sie haben sich ihre Mönche zu Schutzherren genommen neben Allah subhanahu wa ta'ala. Sie kamen zum Propheten und haben gesagt, ja Rasulullah, wir beten sie nicht an. Also wir machen keine Niederwerfung vor ihnen und beten nicht für sie. Und dann der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er sagt, erlauben sie euch nicht das Verbotene und verbieten euch das Erlaubte. Ja? Und dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, das ist eure Anbetung ihm gegenüber. Also dass sie ihm folgt, ihr wisst, die Sache ist erlaubt. Und ihr folgt ihnen, wenn sie euch die Sache für verboten erklären. Und ihr wisst, die Sache ist verboten und ihr folgt ihnen, wenn sie euch die Sache für erlaubt erklären. Ja? Und das hat Allah subhanahu wa ta'ala über wen hier herabgesandt? Das hat Allah subhanahu wa ta'ala hier zu wem offenbart? Zu den Christen und den Juden. Ja, das heißt, eine Person, die sagt, ich folge diesem Urteil des Propheten sallallahu alaihi wasallam nicht, sondern ich lebe da und da und der hat mir dieses und jenes erlaubt und dann nehme ich das und lasse das Urteil des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Ja, das ist eine Sache, die aus dem Islam herausführt. Und wir sehen auch, dass Allah subhanahu wa ta'ala sagt, bei deinem Herrn, sie sind nicht eher gläubig. Das heißt, jetzt kommen Bedingungen. Ja, sie sind nicht eher gläubig bis ABCD. Sie sind nicht eher gläubig, bis sie dich, also den Propheten sallallahu alaihi wasallam, zum Richter machen über alles, was zwischen ihnen ist. Dann werden, also sozusagen, sie werden nicht gläubig sein, bis sie dich zum Richter machen zwischen allen Angelegenheiten, die zwischen ihnen sind, und sich dann in deinem Herzen keine Bedenken gegen diese Entscheidung sozusagen findet und sie sich voller Ergebung fügen. Allah subhanahu wa ta'ala hat also hier den Iman einer Person von diesen zwei Sachen abhängig gemacht. Zum einen, dass diese Person dem Urteil des Propheten sallallahu alaihi wasallam folgt. Sie werden nicht eher gläubig sein, bis was? Bis sie dich zum Richter machen. Und die zweite Sache, dass sich ihre Herzen gegenüber diesem Urteil auch ergebig finden. Also sie sind zufrieden mit diesem Urteil des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Ja? Aber eine Person, die vielleicht dieses Urteil ausführt, aber sie hasst dieses Urteil. Auch das ist ein Ausführer des Islams,